Hallo zusammen. Heute starte ich das Thema Herbst und Impressionen und möchte mal so die Herbststimmung, die verschiedenen Facetten vom Herbst einfangen. Und ja, starte heute beim Regen. Es fängt immer wieder an, hört auf, fängt an. Und ja, beim Wald bin ich noch recht gut geschützt. Und ja, das Thema will ich heute mal starten, bevor die Herbstfarben sich dem Ende zuneigen. Und da will ich jetzt die verschiedenen Facetten einfangen, querbeet einfach durch den Wald und einfach schauen, was ich so an Motive findet. Und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet auf der Tour. Und es wird sich über mehrere Tage erstrecken, hoffentlich auch mal bei schönem Wetter. Und ja, lang genug gequatscht. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal losgehen und mal sehen, was so vor die Linse kommt. Ja? Ist eine Rundtour der Weg hier, den ich ablaufen möchte. Bekanntes Gebiet für mich. Und einfach mal sehen, was kommt. Drauf habe ich das Objektiv von Sigma 18 bis 35 mit der 1,8er Blende durchgehend aus der Arte-Serie. Um einfach auch schönes Bouquet zu bekommen. Eine Pilzfamilie. Herbstimpressionen bei Regen und schlechtem Wetter. Ja, gehört auch dazu. Nicht immer nur bei Sonnenschein. Noch so leichter Nebel zu sehen. Ich bin jetzt auf dem Rückweg schon und ja, habe einige Motive gefunden, um hier ein bisschen die Stimmung bei Regen auch einzufangen. Und ja, mal sehen, morgen soll es ja ein bisschen die Sonne rauskommen. Hoffe ich, dass ein bisschen die Herbststimmung beim schönen Wetter reinfangen kann und somit ja, ein tolles Bildband gestalten kann.
wäre klasse, wenn ich da eins zusammen bekommen würde. Ja, das war es mal für heute gewesen bei Regen und schlechtem Wetter. Mal sehen, was noch kommt. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise. Hallo zusammen. Ist das nicht ein traumhafter letzter Oktobertag? Hey. Ja, da kann man wirklich sagen, wir sprechen vom goldenen Oktober. Schaut euch die Sonne, die Farbenpracht an. Ja, nächster Tag zu dem Thema Herbstimpressionen. Bin ich hier wieder im anderen Areal. Wie ihr ja selbst seht, traumhaftes Wetter. Dazu der erste Step war, ja, habe ich bei Regen begonnen und düsterem, trüben Wetter gehört auch dazu. Ja, jetzt bin ich heute hier im Viernheimer Wald und bin hier auf der Suche nach schönen Herbstimpressionen. Bei traumhaftem Wetter, wir haben laut Autotemperaturanzeige 17 Grad, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, ein Traum, sage ich nur, ja. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet heute auf der Tour auch und lange genug gequatscht, ich gehe einfach mal los und mache mich mal auf der Suche. Drauf habe ich heute das 16 bis 80 mm von Nikon mit 2,8er bis 4er Blende. Und mal sehen, was ich da heute mit einfangen kann. Gehen wir einfach mal los. Ja. Und Wurzel der Baum hier zu sehen. Vielleicht vom Windbruch, ich weiß es nicht. Mensch, seht euch diese Knallerfarben an, hier. Was der Wald uns da zeigt. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Strotzt vor Farben der Wald. Hier. Geil. Einfach geil. Könnte man einen endlosen Spaziergang machen. Einfach ein richtig geiles Wetter. Das ist goldener Oktober, Leute. Cool. Ups. Hallo zusammen. Ja, war jetzt etwas mehr wie 2 Stunden hier unterwegs. Ein bisschen länger als ich eigentlich wollte oder geplant hatte, beziehungsweise, aber schön war es. Einfach kann man nur genießen, den goldenen Oktobertag, den letzten. Einfach geiles Wetter. Gut, konnten ein paar tolle Motive noch einfangen bei strahlendem Sonnenschein zu dem Thema Herbstimpressionen. Wird ein schönes kleines Bildband geben, da bin ich mir sicher. Und würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet und mal reinschaut. Vielleicht gefallen euch die Bilder, da könnt ihr mal Tipps dazugeben oder euren Kommentar abgeben. Dazu
wie ihr so die Bilder seht und das Video. Würde mich freuen. Dann verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, munter, ja. Also dann, tschüss.